Rambo. Ja, Rambo ist aber kein Science Fiction. Rambo gefällt mir auch sehr gut. Rambo ist auch ein guter Film. Ja, passt. Ich kann hier oben Wasser setzen. Cool. Mit dem einen Wasser-Regenerations-Slot-Dings, Bums. Du weißt schon, was ich meine? Das. Guck mal, du hast jetzt Wasser. Müsste. Oder auch nicht. Doch, wohl. Zack, wir haben Wasser in der Base. Fliegende Steine. Das fünfte Element. Fünf fand ich als Film eher mau. Die ganze Welt drumherum fand ich echt gut. Aber der Film. Multipass. Bitte? Multipass. Kommt in den Film vor. Okay, ich habe gerade Wasser drüber überlegen. Das kommt, glaube ich, in einem Film vor, ja. Toll, gut, postet das mal bitte im Discord, wenn ihr gute Filme habt. Ich bin sowieso gerade mal auf dem Trip, Science Fiction zu gucken. Aber ich krieg das Kotzen, wenn du dann auf die Science Fiction-Ecke gehst und klickst dann drauf. Es gibt übrigens nicht viele moderne Science Fiction-Filme. Ganz wenig. Die alten, die meisten kommen aus der alten Zeit. Da hatten irgendwie die Regisseure viel, viel mehr Ideen. Ich finde dann keine guten. Was wollte ich jetzt eigentlich tun überhaupt? Was war mein Plan? Wusstest du übrigens das hier schon? Guck Was mal. denn? Was hast du hier gemacht? Wofür ist das Feuer? Einfach so, weil ich eins übrig hatte. Guck mal, hier ist eine Tür drin. Guck mal hier. Wo bist du? Wo bist du? Du bist Drinne. da. Da, okay. Ah, du hast eine Geheimtür gemacht. Der 10-Falle Inhalt. Ja, ist gut. Kennst du das ja, ne? Weißt du schon, guck mal hier in den Ofen, in den Backofen hier in den, und zack, kannst du hier Fleisch Ja, braten. das, ja, weiß ich. Aber das war da und ich wusste nicht, ob es wegen der Wärme reicht, das habe ich lieber hingestellt. Ja, ist auch gut. Außerdem wollte ich so einen Ofen haben. Ach, mein Bett. Das Bett hin. Für mich. Leonardo DiCaprio ist einer der besten Schauspieler, weil der kann einfach alles spielen. Und der macht das verdammt gut. Mit Herz-Schauspiel da. Ja, Betten brauchen wir unbedingt, ja? Ja, 5 Stück stehen hier. Ah, nimm dich. Ah, das hast du hier so gebaut. Ach so, nicht Oben schlecht. sind noch mal welche. Eins der besten Filme fand ich, wo der sehr gut geschauspielert hat, ist The Departed. Da spielt er einen infiltrierten Polizisten. Da spielt auch Matt Damon mit. Mit dem ist Born, weiß ich nicht, Born Identität oder sowas, ne? Identity. Ich glaube, wir haben ja schon so viel gefarmt im Schneegebiet, dass wir eigentlich mehr hier da drüben brauchen. Ich mache das jetzt auch. Ich nehme mal jetzt ein paar Tiere mit. Was bräuchte ich da drüben Ich habe mal eher? ein bisschen Feuerchen hier eingemacht, damit du ein bisschen Licht hier drin hast. Mach das, aber ich würd mich mal rüber zum eigentlichen Ich Hauptspot dort, wo wir angefangen glaube, haben. ich bin jetzt auch so weit durch hier. Welches ist das hier? Schleppspecht, kann der hier bleiben am besten? Oder so mit dem? Ich ziehe den mit. Willst du die Wölfe hier lassen oder mitnehmen? Ja, weil ich die züchten will, einmal wenigstens wollte ich die eigentlich mitnehmen. Gut, dann machen wir das. Also, ich nehme Coffee Field mit. Coffee Field zieht Schleppspecht und zieht Fendria mit. Fendria. Okay, ich bin schon mal unterwegs. Immer alles wieder aus. Muss ja nicht brennen derweil. Also, es kann was länger dauern, Leute. Es wird jetzt ein langsamer Flug. Crank, ein guter Film. Erster Teil. Zweiter Teil fand ich ein bisschen voll übertrieben. Blade-Reihe ist sowieso geil. Blade Runner. Shutter. Ja, ich finde eigentlich alle Filme von Leonardo DiCaprio finde ich super. Alle. Es gibt, glaube ich, gar keinen, der gar nicht gut ist. Vor kurzem habe ich sogar noch mal den Film gesehen, wo den Leonardo DiCaprio diesen behinderten Jungen gespielt hat mit, wie heißt nochmal, Captain Jack Sparrow, Johnny Depp. Das solltest du jetzt versuchen.
Gilbert Ja, Grape, Schnapp. genau. Gilbert Grape, genau. Voll guter Film. Dex, was denn? Dass Kim ins Bett gegangen bin, ist, hast du mitgekriegt, ja? Nein. Wo denn? Endgame hat sie geschrieben, ich hab's dir auch gesagt. Hast du gesagt? Ja. Oh, gut Nacht, Bye Kim. bye. Gut Nacht, Kim. Na, gut Nacht, Kim. Gut Nacht, Kim. Wie sie Gas gibt da hinten. Guckst du mal, ich fuhr, wie langsam ich fliege. Ich bin Bist du auch rechts neben schneller dir. wie ihn? Wir sind schneller, als du denkst. Ja, ich bin das so mit, du weißt auch, mit Chat lesen im Live-Let's Play bin ich ja so halb da, halb nicht. Er macht das doch jetzt zum ersten Mal, Kim. Nein, Spaß. Ich bin doch noch neu hier in der Branche. Der Branche. In der Branche. Orange, Melange. Nein, Crank ist nicht mit Leonardo DiCaprio. Das ist mit Jason Statham. Das haben. Im Ham, ham. Verdammt guter Schauspieler. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will ihn gar nicht irgendwie in einem anderen Nacht, Celestia. Nacht, in einer anderen, wie sagt man das? Ein anderes Licht drücken und ein falsches Licht Nee, drücken. nee, in einer anderen Rolle sehen. Weil er ist einfach nur der Action-Typ für mich. Überhaupt nur der Action-Typ. Ich habe mal einmal einen Film gesehen, da hat er so eine Art Ritter gespielt. Und da durfte er auch natürlich keine Karate-Kicks machen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Hat er gut gemacht. Fand ich auch sehr gut. Aber wenn ich seine ruhige Art sehe und dann, wenn er seine Schläge ausführt, ne, dann finde ich, das passt einfach besser in so einem Actionfilm anstatt in so einem Mittelalterfilm. Ja. Was zum Beispiel super schlimm ist, die Filme, aber sehr beliebt ist, mit Jason Statham, der Film mit dem Megalodon. Erster Teil war Meg? okay. Ja, erster Teil war okay. Der zweite Teil will ich das mir gar nicht erst antun, weil den Quark kann ich Mach mir es nicht. nicht, ich habe mir im Kino geguckt. Ah, und Kacke, ne? Kennst du Jurassic World? Na ja, so ein bisschen. Weißt du, was der Hauptdarsteller mit den Raptoren macht? Also der verzahnt die ja so. Ja, okay. Ja, stell dir das mit dem Ja, Hai ist alles vor. Quatsch. Ich mag diesen Mist nicht. Beziehungsweise, sie haben ein Babyhai gefunden. Also Leute, alle, die den noch gucken wollen, bitte hört jetzt kurz weg. Am besten gar nicht sagen. Ah Lass ja, gut. es am besten sein. Also ich würde, also einige Teile waren okay, lag vielleicht auch daran, weil wir den in 3D geguckt haben halt. Da waren dann halt geile Passagen drin, aber an sich, ja, vor allem wenn er kostenlos im Prime oder so verfügbar ist, werde ich ihn vielleicht noch mal gucken, aber sonst. Hallo Melody. Dune, der Wüstenplanet, ist natürlich ein Top-Film. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, der neue Teil, ich kann mich nicht mehr an den neuen Teil erinnern. Überhaupt nicht mehr an den neuen Teil von Dune. Also der neueste Teil, nicht der neue, aber der neueste Teil. Komplett verdrängt. Das Problem ist, Lala, es wird wahrscheinlich sogar noch einen dritten geben, wenn man das Ende vom zweiten Ja, weil ja auch sehr, bedenkt. weil die sehr beliebt sind, die Filme, weil so viel unsinnige, braintote Action. Also es kann nicht schlimmer werden als Sharknado. Also wirklich, das ist der größte Müll. Brauchst du nicht kennen, also überleg's gar nicht erst. Hört sich auch echt toll an. Ja. Ich glaube, es war eine Art Tornado und Haie da drin halt. Die irgendwie Messer-Dinger an sich hatten oder so. Keine Ahnung, weiß es nicht mehr. Ich versuche es zu verdrängen. Also, ich mochte den ersten Teil von Meg eigentlich. Ja, der erste Teil ist auch noch okay. Den guckt man sich an, ist so ein Popcorn-Kino, Brain ausstellen und gucken. Alles gut. Wobei mir Aber. gerade einfällt, weil wir gerade bei so einem Film sind. Erzähl erst zu Ende, ja? Nee, und das ist das. Mehr kam dann auch nicht. Und dann brauche ich noch nicht noch einen zweiten Teil, weil es hat dann gereicht. Aber wir sind ja schon ein bisschen älter, ne, Dex? Du weißt Was? 23, hallo? ja. Ja, schon ein
ein bisschen älter. Kennst du den Film Der 100.000-Dollar-Fisch? 100.000-Dollar-Fisch? Ja. Okay, wenn du so reagierst, dann wahrscheinlich nein. Nein, ich kenne den 1-Million-Dollar-Mann. Den kenne ich ja damals, die Serie. Irgendwie kennt das keiner. Den Nein, es geht da nicht um Fische. Hä? Warum heißt der dann Fisch? Ich könnte es dir erklären, aber... Das ist super interessant. Kannst du das mal im Discord posten als Trailer? Ja, mach ich gleich. Wenn ich zu Hause bin, bin ich knapp 1800 Meter weg. Ja, hallo Fred, der 6-Millionen-Dollar-Mann oder sowas. Also das habe ich damals danke. Geguckt. Dodo, danke. Und Heiko scheint ihn auch zu kennen. Ich glaube, der hieß nämlich so, der Schauspieler. Mit Danny Glover. Ist aber auch wirklich ein sehr alter Film. Hallo Area. Ah, das ist ein alter Film, okay. Ja, das stimmt schon. Genau der. Kim. Mann, genau. Aber ich suche gerade einen Spot, wo ich landen kann. Ich will ein bisschen schneller schwimmen. Fliegen. Das Raptorgebiet. Ganz viel Raptorgebiet hier. Egal, wir landen trotzdem. Lethal Weapon. Lethal Weapon, haben wir gerade voll verflippt. Lethal Weapon, ja, mit Mel Gibson. Vier Fäuste gegen Rio. Ich habe neulich festgestellt, ich weiß ja nicht, auf welcher Plattform war denn das? War es Prime? War es Netflix? War es Disney? Nee, ich glaube, war Disney Plus. Da gibt es tatsächlich Bud Spencer und Terence Hill Filme. Ja, warum nicht? Also zwar nur 5 Stück, aber ich war beeindruckt. Aber warum nicht? Ja, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Ist die Base dahinter? Ich bin irgendwie so ein bisschen verwirrt, wo wir hinfliegen. Wo ich die ganze Zeit, aber es muss da wohl sein. Du musst da einfach nur zu Pau und so fliegen. Ja, ja, aber irgendwie habe ich das nicht mehr so im Hinterkopf, dass wir da hinten wohnen. Ja, am Arsch der Welt. Ja, Buddy und Terrence sind die Besten, ganz klar. Bud Spencer und Terence Hill kannst du immer gucken. John Carter zwischen den Welten, das hast du gerade eben schon mal gepostet. Warum sagt mir das nichts? John Carter zwischen den Welten? Was ist denn das? Hier wird doch wieder irgendwas auseinandergenommen. Hier will ich bloß nicht zwischenlanden. Posten im Discord. Ich brauch Sachen. Ich gucke jetzt im Moment gerade. Also der wurde einmal oder zweimal im Discord empfohlen oder auch mal kritisiert. Der Film heißt, das ist so ein Science-Fiction-Film. 65 heißt er, glaube ich. Da landet eben eine Menschen, ich sag einfach jetzt mal Menschenrasse, Person auf einem Planeten, der heißt Erde. Und da hausen Dinosaurier. Viele Dinosaurier. Nee. Kennst du nicht den Film? Nee. 65 heißt der. Und der, bis jetzt, was ich gesehen habe, ich bin ein bisschen bei der Hälfte des Filmes, war bis jetzt okay. Also wir reden jetzt nicht über einen Jurassic Park, aber ist okay. Adam Driver. Film 65. Findest du echt gut. Siehst du, ja, ich finde, also finde ihn jetzt gut. Das war nicht schlimm, nicht schlecht, das ist gut gemacht. Gute Science Fiction, erst recht, als das erste Mal dann
so diese Nachricht kommen, wir sind auf einem Planeten gelandet. Kim hat Haus umgebaut. Ah, hat sie da bei uns zu Hause weiter umgebaut? Mhm. Sehr schön. Ich hatte so ein bisschen Angst gehabt, dass ich das alleine machen muss. Ist ein richtig schönes Haus geworden. Cool. Also ich finde es sehr schön. Jetzt gebe ich mal wieder Gas. Junge, wenn du hier diese Trapdoors öffnest, dann PS-Drops, das ist ja eine Freude. Wo steckst du denn? Viggo, noch entgegenkommen? Viggo Mortensen ist übrigens, für die Leute, die das nicht wissen, ist Aragorn von Herr der Ringe. Viggo Mortensen hat einen verdammt guten Film gemacht. Ich glaube, das war in der spanischen Revolution oder sowas. Irgend sowas ähnliches. Der war so gut. So verdammt gut. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Den hat mir mein Freund auf DVD gedient. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Der Freund oder der Film? Der Freund. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Als ich damals mein Gedächtnis verloren habe. Damals, wo du noch jung warst. Was? Nicht zu lassen. Nicht zu... Der Film El Chit... Nein, so heißt er nicht. Crazy Horse, nicht zu lachen. SpongeBob, der Film war euch echt gut. Kein Scherz. Mag SpongeBob halt nicht. Der SpongeBob-Film war echt gut. Und ich war beeindruckt. Genau. Alla Triste ist das. Genau. Der 13. Krieger nicht. Das ist mit Antonio Banderas. Auch ein super Film. Alla Triste. Genau. Nee, kein Cowboy-Film. Ich glaube, der heißt Alla Triste, glaube ich. Ich möchte diese Dodos töten. Sie gehen mir auf die Nerven. Ja, ich habe sie auch im Haus verbannt und die sind immer noch zu laut. Ich bin diese bescheuerte ganze Nacht durchgeflogen. Hast du so viel Ausdauer, dass du so schnell warst? 3-4 Mal anhalten. Du hast einfach Gas gegeben, ja? So. Wie gesagt, du musst zwischendurch noch mal kurz ein bisschen langsamer fliegen, dass der wieder hinterherkommt, dass du nicht so weit von der Dings weg bist. Sonst kannst du durchziehen. Du guckst sogar mit K nach hinten und kannst halt hier schneller fliegen. Und nicht so langsam. Also nochmal Leute, bitte, 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 bitte. Alle Filme, guten Filme, die ihr meint, die sind gut, ob es jetzt Science Fiction, Horror oder sowas, bitte im Discord posten. Ich guck da immer rein, wenn ich mal eine Filmidee brauche und dann hast du nichts und dann stört dich das. Dann bist du nur am Suchen. Was ich am meisten hasse, die Auswahl von Filmen. Wenn ich dann du guckst bei Amazon Prime, Netflix oder sonst wo, guckst rein und meinst dann, so, heute Abend gucken wir mal einen Film. Nach einer halben Stunde später suchst du immer noch den Film. Alle haben schon keinen Bock mehr, weil der Film immer noch ausgesucht werden muss. Ich hasse das. Ich will lieber so eine Liste haben. Fertig. Ich hab vor kurzem auf, ach, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr, wo es war, Netflix, oder als ich bei meiner Mom war, haben wir uns Die Legende der Wächter angeguckt. Den fand ich süß. Sag mir nix. Wenn ich mich Videofilm-Dings. Es geht um so Eulen. Eulen, die Wächter-Eulen suchen und von anderen Eulen geknechtet werden sollen, weil das so eine Rasse ist, die sich für was Besseres hält. Ich fand ihn süß. Es ist ja auch noch 112, ich werde noch hier. Der ist auf passiv. Siehst du? Molly Maus und Crazy sind auch meine. Ich muss die Filme sehen. Vielleicht weiß ich einfach den Namen gerade einfach nicht. Was habe ich denn jetzt hier Intus, dass ich so schwer bin? Ich fand den süß. Ja.
Genannt? Nee, das sagt mir nichts. Kennt jemand noch? Kennt jemand noch den Film ein bisschen älter? Ronja, die Räubertochter? Sagt mir irgendwas, ja. Gruselig von, also damals, als wenn du das als Kind guckst, wie gruselig der Film ist. Gruselig. Hallo Tito, danke schön fürs Geschenk übrigens. Tito! Kann mir das jemand bestätigen bei dem Film Ronja die Räubertochter? Vielleicht hat jemand den mehr im Kopf präsenter als ich. Da ist so eine Szene, ich glaube, das ist dann Ronja selber, sie bleibt mit dem Fuß irgendwo stecken. Und dort, wo sie stecken bleibt, in diesem kleinen Loch, das ist so ein Loch, so ein Haus von kleinen Gnomen. Und da sie ja nicht rauskommt und sie das Haus von den Gnomen zerstört hat, wollen sie den Fuß kochen. Okay. Ja, es ist so gruselig gewesen. Ich weiß nicht, ob das war. Ob das diese Szene mit den Zwergen oder Gnomen oder sowas. Ich fand das so gruselig als Kind. Der Fuß, der da drin steckte, die konnte doch nichts dafür und die wollten den Fuß fressen. Ich habe echt gedacht, ich falle hier um. Ist das der, okay. Ist das der Film, Leute? Voll dein Dankeschön. Show Love 100, Show Love 100, aber kein Film ist so gut wie euch beim Spielen zuzuschauen. Oh, jetzt wird's aber hier. Ja, Heiko. Wieso der Blues? Pui, 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 pui. Genau, das haben die gesagt. Ich fand das so gruselig. Mega gruselig. Das war fast eine Horrorszene. Die waren auch so hässlich, diese kleinen Gnömchen, wie man so damals gemacht hat. Wo ist denn der Wolf hin? Den habe ich hier vorhin hingestellt, der Part jetzt mit Balto. Ach so, schnell schon. Ich habe mich ganz kurz mal umgedreht. Mal. So muss Haus sein. Danke, Kim. Guck mal, innen sieht auch voll schön aus. Das sieht aus wie ein Schiff hier vorne. Cool. Stimmt. Sieht cool aus. Wow. Mega gut. Wow. Und gedeckter Tisch. Oben hat sie sogar die bewusstlosen Leute hingezogen. Und das Schöne ist, Kim hat sogar noch das Grundgerüst gelassen. Flabber, oh mein Gott, ja, Flabber. Habe ich vor kurzem geguckt. Habe ich schon vor kurzem geguckt. Ein schöner Film. Das ist Doubtfire ist auch so ein schöner Film. Ja, Mr. Doubtfire ist natürlich viel schöner. Flabber ist aber auch, geht auch in die Richtung. Flabber, man denkt Flabber, okay, da geht es nur um den Slime, aber es geht ja auch um das Problem von dem Professor, dass der so ein bisschen ja. So ist wie der Dex, alles vergisst. Der Roboter war aber auch nicht gerade hilfreich dafür, ne? Oh, FPS-Drops! Ronja-Szene ist im Discord. Ehrlich, die gibt nicht, will mich nicht mehr angucken. Dafür habe ich damals echt Albträume gehabt. Cool. Kann man eigentlich auch schneller fliegen im Flugmodus? Weiß das jemand? Keine Ahnung, habt ihr noch nie genutzt. Super Ding. Oh, ich war ja noch in der anderen Ansicht. In der K-Ansicht. Du Schisser. Du Schisser. Hallo, wer spielt denn hier alle Horrorspiele hoch und runter? Aber ich will meine Kindheit nicht wieder. Die Erinnerung der Kindheit, als ich noch in die Hose gemacht habe. Der Film Philadelphia, ja, mit sehr, sehr schöner Film. Denzel Washington und Tom Hanks. Ups. Da. Voll hübsch die Bude, ne? Mhm. Hat überall das Feuer aus, aber ich höre noch ein Feuer und weiß nicht wo. Kamin? Oder? Aha. Dann noch eins. Draußen. Ah! Oh Gott. Ich wollte eigentlich das Tor zumachen.
Die Sounds sind toll geworden beim Spiel. Cool. Und wieder hochlaufen. Fliegende Steine. Haben sie aber schon einige von weggemacht. Fenster? Ja. Also nicht alle, aber es sind schon einige weg. Also sie sind auch wirklich auf dem Boden. Ghost Ship. Ich glaube, Ghost Ship ist so ein Horrorfilm, ne? Ja. Wo dann so eine Gruppe von Jugendlichen auf so ein Schiff kommen, ne? Nein, nein. Ist das nicht der? Naja, Jugendliche würde ich es nicht betiteln, aber... Ja, also die hatten Probleme mit dem Boot und mussten dann mussten dann eben andocken an dieses, ja, das. Ich glaube, den habe ich mal gesehen und habe den als gut empfunden, weiß aber nichts mehr über den Film. Könnte ich dir erzählen, ich kenne den auswendig. Ich habe, glaube ich, zweimal geguckt. Hat eine Szene halt besonders heftig. Komm mal raus, guck mal hier, Dex. Oder guck mal aus dem Fenster. War das ein Känguru? Das war aus wie ein Känguru von hier. Guck dir mal den Kopf an. Das sieht aus wie ein Känguru von hier. Voll süß. Das sieht echt aus wie so eine Ratte. Die Ohren sind ein bisschen groß. Ja. Die wachsen so schnell. Das ist so gruselig. Das ist schon runtergestellt. Ghost Rider ist ein guter Film. Ich mag eigentlich, ich bin nicht so der Fan von so welchen übertriebenen Sachen, aber Ghost Rider ist echt gut geworden, der Film. Hast du schon mal House of Wax geguckt? Ja, fand ich gut. Es gab diese Szene, wo der seinen Freund helfen wollte und aus dem Wachs rausreißen wollte und der seine Haut mit abgegangen ist. Ja. Diese Szene ist mir immer im Gedanken geblieben, wie gruselig das ist, wenn du deinem Freund die Haut abziehst. Ungewollt. Die Stelle mies, die mir immer im Gedächtnis geblieben ist seit damals, sie da um Hilfe rufen wollte und da den Finger abgeschnitten fällt und irgendwann kriegt doch einer unten die, weiß nicht, Achilles? Ja, eklig. Voll durchgeschnitten. Das sind Mononoke. Benny ist wieder zu Hause. Der arme Benny wollte eigentlich mitspielen, haben wir doch gar nicht gesagt, der hatte heute eine Reifenpanne. Und konnte deswegen nicht pünktlich zum Let's Play kommen. Sehr ärgerlich. Ich hätte dich abgeholt. Ich hätte dich sofort abgeholt. Es gibt so viele schöne Filme, die hier gerade gepostet werden. Und die Hälfte werden nie ankommen im Discord. Kennst du The Village? Ja und nein. Ja, ich habe gesehen. Nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Den kannst du auch nur einmal gucken, weil dann ist der, ich sag mal, Zauber davon weg. Aber der war mega gruselig, fand ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, muss echt gestehen, nach The Ring habe ich mich bei keinem Horrorfilm mehr gegruselt. Ja. Da kam nichts mehr. Was ist denn ein Schamayaten? Was soll das sein? Ich kann mit diesem Wort nichts anfangen. Sag mir auch nichts. Shyamalan-Film. Das ist ein L. Bei mir sieht es aus wie ein T. Mhm. Ja, das war das. Das sind aber alte Filme, Crazy Horse. Das war damals, wenn du noch jung warst und die Horrorfilme sowieso, fühlst du dich anders. Der Film hieß aber, glaube ich, nicht Arachnitas, glaube ich, der heißt Arachnophobia oder sowas, wo die ganze Welt voller Taranteln übersät wurde. Arachnophobia. Mit den hustenden Spinnen. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die... Das, was ich meine, war Arakatak. Ah, okay. Ich meine jetzt den Film wirklich mit den Taranteln. Das ist ähnlich gewesen wie der Film von Alfred Hitchcock mit den Vögeln. Ist das einfach nur nachgemacht worden mit Taranteln. Es wurde ein Tarantelnest gefunden. Die haben dann weitere Tarantelnester gemacht und die wurden immer mehr und immer mehr und alles wurde, ist egal was getan worden ist, überall waren Netze, überall was zugesponnen und war damalige Zeit für, als Kinderzeit war das gruselig. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Aber weil du gerade Hitchcock, die Vögel angesprochen hast,
Ich kann mich nicht mehr wirklich an diesen Film erinnern, irgendwie. Ist ganz komisch. Ich weiß bloß noch von einer Szene, wo sie da rumfliegen. Ich weiß nicht mehr, wie das alles zustande gekommen ist. Weil du gerade gesagt hast, von wegen, die haben irgendwie ein Nest gefunden und sind irgendwie immer mehr geworden. Also, ja, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich noch an eine besondere Szene erinnern. Die wollten diese Spinnen alle ausräuchern und dann haben sie ein Flugzeug geordert, der sollte dann die Spinne verbrennen oder irgendwas machen oder so ein Gift ausstreuen. Und dann ist er ins Flugzeug, hat sogar noch einen Strich gemacht an seinem Flugzeug und sagt so, jetzt seid ihr tot, noch eine mehr. Und dann sahst du aber schon, dass 2, 3 Taranteln da schon ins Flugzeug reingekrabbelt sind. Und dann ist er losgeflogen und wollte das dann machen, glaube ich, das Gift aussprühen. Und dann sagst du, dass die Spinnen dann überall von aus dem Hemd kamen und aus den unten und die haben den gebissen und getan. Mir daran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Funkenfilm ein. Boah, Torgu, das sagt mir gar nichts, der Film. Vielleicht weiß das jemand anderes. Die Vögel ist übrigens auch gruselig gewesen damals. Ja, damals ja. Heutzutage lachen die Leute eher darüber, weil natürlich die Qualität des Schauspielens war auch jetzt nicht der Bombe, aber die Idee war super. Gute Nacht, Kim. Und nein, du hast nicht übertrieben. Es ist wundervoll, das Haus. Kim, du hast echt super gebaut. Nicht zu groß, nicht zu klein, perfekt gebaut. Oh, jetzt lässt er mich hier nicht vorbei. Wieder vorbei, lass mich los. Kannst du den Wolf mal bewegen? Oder? Oh, jetzt geht's. Okay, hat gegessen. Einfach links vorbei. Der hat mich einmal, der hat mich angeguckt. Wenn er mich hier anguckt, guck, dann komme ich hier nicht mehr raus. Guck. Ja. Guck dich mal hin. Geh durchgespielt. Der sieht übrigens aus wie Papa, ne? Ich hatte eine Mama, glaube ich, gehabt, oder? So, hast du jetzt noch einen Plan? Nee, ich mache jetzt auch gleich Schluss. Gut, danke. Bin nämlich müde. Ja, also wir machen das wie so. Ihr wisst ja ganz genau, dass wir im Moment, solange ARK noch so frisch ist, ARK Ascended, und alle noch so viel Bock haben, werden wir das sowieso öfters jetzt spielen. Auch an ganz besonderen, unnormalen Uhrzeiten. Aber gerade das Thema mit Filmen ist immer gerade, ich mag Filme. Ich mag Filme, ich gucke gerne mit Leuten, mit Freunden, mit Familie. Das ist immer schön. Es ist toll, wenn das hier reinleuchtet. Das sieht so geil aus. Guck mal hier, siehst du das gerade im Stream? Muss erst die Stelle Sieht gerade voll einladend aus. So, das ist ja, macht mich fertig. Wenn ich das zu lange sehe, bin ich schlecht vor. Geht. Ich sag dir immer wieder, das ist auch der Grund, warum ich Staffel 1 halt nicht gucken kann. In diese wird so schlecht davon, spätestens 10 Minuten später. Ah, guck mal, kommst du um? Ach, du wartest, bis der Wolf noch ausgewachsen ist. Der ist gleich ausgewachsen. Okay, dann machen wir dann für heute schon Schluss. Aber Leute, 90 gleich. es dauert nicht mehr lange, aber ihr könnt gerne, wenn ihr so lieb seid, noch schon mal einen Streamer suchen. Einen kleinen Streamer, den wir noch raiden können. Vielleicht gucke ich mal gerade, ob ich noch jemanden sehe, den ich raiden könnte, wollte, würden. Also ich habe nur einen einzigen in meiner Liste, das wäre immer mein amerikanischer Hand-Streamer, der aber gerade kein Hand streamt, den würde ich raiden. Aber das wäre, weiß nicht, ob das was für euch wäre. Ja, hast du ihn genannt? Ja, das ist Pauschen. Pauschi. Was Level hat denn der eigentlich bekommen? 142. Ich würde gucken, ob ich jaulen kann. Was sagst du dazu? Fotomod? Ja, die stehen aber alle falsch. Die müssten so stehen. Ah. Warte. Oh nein, oh Gott, oh mein Gott! Wirklich? Ich wollte eigentlich nur über die Dodo springen und der ist voll drüber gejumpt. Ich Okay. komm runter, ich hol dich. Achso, oh, kommst du mal, Agi, okay. Ich komme wieder rüber zur. Oh mein Gott, ey, ich wollte einfach nur einmal ganz kurz springen über die Dodos. Zack, bist du weg.
merken, nicht mehr springen. Wölfe springen mal ganz gemütlich 10 Kilometer. Willst du nicht den in der Mitte lassen? Weil das ist der Alpha, der würde jaulen. Hänge fest. Irgendwie hängt. Du merkst das, wie ich gerade slide. Bisschen, ja. Ganz komisch. Nicht so weit, oh Gott. Das macht der slidet die ganze Zeit bei mir ganz komisch. Weißt du, was mit dem los ist? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Setz auf nochmal auf den Wolf und dann nach links drücken beim Absteigen. Okay. Dann mache ich einen Fotomode. Der Fotomode ist ein bisschen schicker. Ja, ich warte darauf, dass du sagst bereit. Bereit. Sehr schön. Okay, und damit wird gejault und damit ist Schluss. Für heute im Let's Play, Live Let's Play, aber wir können noch mit jemanden raiden. Mal gucken, wie er da. Die hatten wir schon mal. Mal gucken hier. Eine hatten wir schon mal, dann machen wir das jetzt nicht. Wir versuchen ja ab und zu mal so ein bisschen zu wechseln. So, mal gucken, wer es da ist. Hier ist jemand mit 32 Zuschauern. Gucken wir mal, ob ich noch jemand anderes finde. Von eurer Liste. Wo haben wir denn noch? Ach, das können wir ja auch machen. Das ist doch nett. Das ist nett. Dann haben wir auch. Ich glaube, wir haben ja schon mal geradet, aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Wen hast du geradet? Den Garuda. Garuda hat mir auch schon mal geradet, aber es ist schon was länger her und der kommt ja auch ab und zu bei uns mal vorbei. Und den werden wir dann auch dafür auch jetzt mal raiden. Ihr Lieben. Kommt noch mit, ihr Lieben. Bombardiert den Chat voll. Liebe Grüße von mir und ihr könnt ja auch natürlich folgen. Das ist ja kein Mord. Ich bedanke mich beim ganzen Support. Beim Zugucken, bei allem, was alles so passiert ist. Normalerweise streame ich morgen nicht, übermorgen nicht, aber im Moment sage ich jetzt nicht mehr, dass ich nicht streame. Ich mache dann plötzlich doch einen Stream an und dann geht es dann doch weiter. Ihr Lieben, eine wunderschöne gute Nacht noch und viel Spaß noch beim Garuda und bis dann. Ich gucke mir jetzt nämlich noch ein bisschen Filme an, die ihr gepostet habt. Tschüss.